Servus, ihr Schnacknasen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Probleme und herzlich willkommen zu meinem neuen Shop-Video. Ja, Freunde, der Shop hat geupdatet und wir haben tatsächlich wieder einen neuen Skin reinbekommen. Ein 800 V-Bucks-Skin, unglaublich. Ich würde sagen, fangen wir mal gleich hier ganz links an. Ich weiß auch nicht, was in Fortnite los ist oder mit Fortnite los ist. Jeden Tag ein neues Skin. Jetzt die letzten Tage 800 V-Bucks-Skins, heute wieder, wie gesagt. Manny heißt sie, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin jetzt kein Fan davon. Die Tattoos gefallen mir erstens nicht. Ich meine, jeder hat so seine Geschmäcker. Mir gefallen diese Tattoos ganz und gar nicht. Das Rot an ihr gefällt mir schon. Diese Gesichtsmaske, ja, kann man machen. Ist jetzt aber nicht so der Burner. Der Helm geht schon, klar. Aber ich weiß auch nicht, das Skin wirkt mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, relativ langgestreckt. Ist natürlich alles Geschmackssache. Irgendwie kommt sie mir ein bisschen zu komisch langgestreckt, dürr vor. Ja, spielt sich wahrscheinlich sehr, sehr gut, aber mein Fall ist sie nicht. Sieht auf eine Art und Weise interessant aus, aber diese Tattoos, das haut irgendwie alles bei mir kaputt, sage ich mal. Könnt mir gerne in den Kommentar reinschreiben, was ihr davon haltet. Also meins ist es wirklich nicht und werde ich mir auch nicht holen. Dann geht es hier weiter zu der Kunia. Na, gehen wir rüber. So, wo ist sie da? Kunia. Fangen wir mit dir an. Die Kunia, die kennen wir ja schon bereits. Sie ist jetzt wieder im Shop für 1500 V-Bucks. Ein sehr nice Skin, kann ich empfehlen. Hab dazu auch ein Gameplay-Video gedreht. Das findet ihr unten verlinkt und oben rechts. Schaut es euch an, falls euch dieser Skin interessiert. Das Backling geht auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, dieser Skin ist auf jeden Fall nice. Weiter geht es hier zum Kenji-Skin, der ist auch in Ordnung. Dazu habe ich auch ein Gameplay gedreht, ist auch unten verlinkt und oben rechts. Schaut es euch an, falls euch dieser Skin interessiert. Der Rucksack, ja, ist jetzt weniger mein Fall, obwohl das Schwert sieht schon nice aus, aber find diesen Rucksack ein bisschen zu groß. Ist natürlich alles Geschmackssache. Okay, weiter geht es zum Clown, zu den Clown-Spitzhacken. Passt natürlich wunderbar zu diesem Set. Ja. Die Spitzhacke, die findet ihr auch natürlich in einem Gameplay-Video gedreht. Den Link findet ihr unten und oben rechts verlinkt. Schaut es euch an, falls euch die Spitzhacke interessiert. Bevor ihr aus dem Shop heraus entscheidet, könnt ihr euch, wie gesagt, das ganze Set einmal komplett in einem Gameplay anschauen. Weiter geht's zum Falken. Den habe ich noch nicht im Video gedreht, weil den gab es damals noch nicht. Ja, dieser Gleiter ist auf jeden Fall schon richtig krass. Ihr seht, da ist dieses Schwert oder was auch immer das sein sollte. Und dann kommt der Falke angeflogen und man hält sich an dem Schwert fest. Eine richtig nice Idee. Das Einzige, was mich an den Falken stört, ist mit der Zeit die Falkengeräusche. Ja, man hat es vielleicht jetzt ein bisschen gehört. Das ist ein bisschen nervig, aber die Animation ist schon richtig krass. Also dieser Gleiter hat auf jeden Fall von mir die 1500 V-Bucks Freigabe bekommen. Das kann man sich auf jeden Fall antun. Sehr, sehr nice. Und dann haben wir als letztes hier aus diesem Set die Lackierung Verband. Die habe ich natürlich auch in einem Gameplay zusammengepackt. Diesen Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und oben rechts. Schaut euch das Video an, falls ihr für die Lackierung interessiert. Und da werdet ihr die Lackierung, wie gesagt, auf allen möglichen Waffen und Fahrzeugen vorher sehen. Ja, sehr, sehr nice Lackierung. Gefällt mir total. Das war so, glaube ich, einer der ersten ganz weißen Lackierungen. Hat mir sehr, sehr gefallen. Okay, weiter geht's hier zu Hime, ein Megaskin, der mir auch richtig gut gefällt. Die werde ich mir definitiv holen. Die gibt es in drei Stilen. Wie ihr seht, einmal mit dem Helm und mit dieser Katzenmaske um die Augen herum. Und dann hier ohne diese Katzenmaske. Und dann des Weiteren ohne Helm. Finde ich richtig nice. Also ohne Helm würde ich es immer spielen, obwohl die Haare sehr hoch stehen, aber gefällt mir richtig, richtig gut. Okay, weiter geht's jetzt hier zu ihrem Rucksack. Shiro nennt er sich. Ja. Ich weiß auch nicht, ich finde, das passt irgendwie nicht zu einer Kriegerin, diese komische Katze hinten drauf. Aber okay, das Schwert sieht schon nice aus, was sie da festhält. Okay, weiter geht's zur Spitzhacke Katzenkralle. Sieht auch nice aus, 800 V-Bucks, ja, kann man sich antun. Glänzschön ist schön verziert, kann man es definitiv antun. Ich denke mal, die 800 V-Bucks sind schon gerechtfertigt, wenn man sich anschaut, wie verziert das Teil ist. Okay, weiter geht's zu Schnurrtastisch, zu dem Hängegleiter. Der sieht auch ein bisschen, ja, auffälliger aus und denke schon, dass die 500 V-Bucks angebracht sind, aber ich mag diese Gleiter nicht, mag eher die Schirme und von daher werde ich mir das nicht holen. Und dann haben wir hier den Musha, den muss man damals holen, das ist wirklich ein Megaskin, riesig groß, den gibt es auch in drei Stilen. Ich zeige euch das kurz einmal aus meinem Spind heraus. So, hier haben wir den Musha einmal mit der Gesichtsmaske, wie ihr seht, dann einmal ohne Gesichtsmaske, der sieht ein bisschen lieber aus und ohne gar nichts, ja, das finde ich ihn gar nicht so interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Maske sieht er am allerbesten aus. Jetzt mit dem Helm sieht er auch okay aus, aber mit der Maske sieht er richtig böse aus, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, das Kind kostet 2000 V-Bucks, aber der ist schon ordentlich verziert, hat wirklich viel Zeugs an sich dran und ich finde, da sind die 2000 V-Bucks auf jeden Fall gerechtfertigt für diesen Skin. Jo, und des Weiteren hat er noch einen eigenen Rucksack und zwar der nennt sich Sashimono. Ja, das ist so eine Fahne, die hinten dran gemacht wurde. Ich weiß auch nicht, das gefällt mir jetzt eher weniger. Ich weiß auch gar nicht, welchem Skin das noch so steht. Eigentlich wahrscheinlich nur ihm und ja, vielleicht war es das auch. Keine Ahnung, ist jetzt nicht unbedingt meins. Gut, das wäre es dann damit. Dann geht es hier weiter zu Spezialisten, so rum. Ja, ist ein Skin, der vollkommen in Ordnung geht. 1200 G-Bucks finde ich jetzt ein bisschen überteuert. Den hätten sie auf jeden Fall auch für 800 verkaufen können, weil so viel ist dann hier jetzt nicht dran. Aber okay, gut, das ist natürlich alles Geschmackssache. Wie gesagt, der Skin sieht in Ordnung aus. Dann geht es hier weiter zu Hüfttreffer, ein Fortbewegungs-Emote.
Gefällt mir, kann ich empfehlen. Das ist ein lustiges Emote. Okay, weiter geht's zur Jubelstimmung. Ist auch ein altes Emote. Kann ich auch empfehlen. 200 D-Bucks ist echt nicht viel dafür. Okay, weiter geht's zum Speer. Ja, der Skin für 800 D-Bucks geht auf jeden Fall klar. Er sieht mir sehr, sehr Default-mäßig aus. Deswegen würde ich ihn mir nie kaufen. Ich würde nie dafür Geld ausgeben. Ist natürlich alles Geschmackssache. Er hat natürlich ein bisschen andere Farben und so weiter, aber sehr, sehr Default-mäßig. Dann geht es hier weiter zu Hypermelone, zu dieser Lackierung. Da habe ich noch kein Gameplay gemacht. Die Lackierung, die ist okay. Das ist jetzt nicht keine Lackierung, die ich wirklich tagtäglich spielen würde. Also von daher, ja, ist jetzt nicht wirklich meins. Und als letzter Mal Ruf zur Schlacht für 200 V-Bucks, vollkommen in Ordnung. Kann man sich auf jeden Fall antun. Ich mache es noch einmal. Wie gesagt, für 200 G-Bucks geht es auf jeden Fall klar. Okay, Freunde, das war's mit dem Shop. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch allen einen super schönen Samstag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.